könntest du Rot, Blau und Gelb mischen? Wäre voll cool. Hey, ja natürlich kann ich das machen. Was meint ihr, welche Farbe ist am Ende entstanden? Ich gebe euch mal einen Tipp. Die Farbe, die am Ende entstanden ist, heißt genauso wie ein Pokémon. Genau jetzt müssen eigentlich schon viele auf den Namen kommen. Naja, mischen wir mal weiter und schauen mal, welche Farbe entstanden ist. Übrigens zeigen wir euch auch am Ende, wie die Farbe an einer Wand aussieht. Also bleibt bis zum Ende dran. Nun, aber welche Farbe ist entstanden? Es ist Marill 25. So, und jetzt zeigen wir euch, wie das an der Wand aussieht. Warum machen wir das eigentlich an der Wand? Um einfach so wenig Farbe wie möglich zu verschwenden. Wir sind kurz vor den 100.000 Abonnenten. Abonniert diesen Kanal hier. Und was sollen wir als nächstes mischen?